Ja, hallo, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und das Interesse an meinem Thema. Ich spreche gleich über Alan Dulles. Das ist der Mann, der die amerikanische Geheimdienstwelt aufgebaut und maßgeblich geprägt hat. Übrigens auch die deutsche Geheimdienstwelt. Wir leben ja gerade wieder in einer Zeit, in der der Kalte Krieg Renaissance hat. Und da halte ich es durchaus für sinnvoll, mal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, wie denn eigentlich der erste Kalte Krieg so aussah, was man da so eine Erfahrung gemacht hat und wie es dann eben auch hinter den Kulissen wirklich lief. Außerdem ist an Alan Dulles gerade im Moment spannend. In den nächsten 8 Wochen werden die letzten gesperrten Akten zum Kennedy-Attentat freigegeben. Und da werden wir die eine oder andere Personalie aus der CIA finden. Gucken wir, ob wir dazu noch kommen, denn es ist wirklich über Alan Dulles sehr viel zu sagen. Erstaunlicherweise wird in Deutschland wenig über ihn gesprochen. Also mir ist kein einziger Historiker bekannt, der sich wirklich vertieft mal mit, deutscher Historiker bekannt, der sich wirklich vertieft mit Alan Dulles mal auseinandergesetzt hat. Also was man in deutscher Sprache dazu findet, ist erstaunlicherweise von mir, obwohl ich gar kein Historiker bin. Ich bin interessierter Laie, befasse mich mit Alan Dulles und seiner Welt seit etwa 15 Jahren. Und habe inzwischen auch beruflich mit dem Thema Nachrichtendienste zu tun. Ein Mandant von mir ist ein bekannter Geheimdienstkritiker, der seit einigen Jahrzehnten die Leaks an den BND, sagen wir mal, verwaltet. Ein anderer Mandant ist ein bekannter Enthüllungsjournalist, der in den 70er Jahren dreimal von deutschen Nachrichtendiensten bei sich zu Hause abgehört wurde. Und seit letztem Jahr vertrete ich einen sehr geheimnisvollen Mandanten, mit dem wir dieses Jahr beim Bundesarbeitsgericht waren. Klagegegner war das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein hochspannender Fall, aber alles, was ich dazu sagen würde, könnte mir ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat einbringen. Deshalb rede ich lieber über Alan Dulles. Alan Welch Dulles wurde 1893 in Watertown geboren, also New York, in einer relativ prominente Familie. Sein Großvater war zu dieser Zeit John Foster, der Außenminister der Vereinigten Staaten. John Foster wird mit der Annexion von Hawaii nicht nur in Verbindung gebracht, er hat sie herbeigeführt. Er hatte damals einen Putsch mehr oder weniger gefördert, er hatte Unruhen inszenieren lassen. Und als er geputscht wurde, war zufällig die amerikanische Marine vor Ort. Und wenn man da schon mal ist, dann bleibt man halt. So viel zu Hawaii. Nicht nur der Großvater, sondern auch der Onkel wurde Außenminister der Vereinigten Staaten, nämlich zwischen 1915 und 1920, ein gewisser Robert Lansing. Und auch Alan Dulles Bruder wurde ab 1953 Außenminister der Vereinigten, nee, 54 war es, glaube ich, wurde der Außenminister der Vereinigten Staaten. Alan Dulles wurde in eine Familie geboren, also der Vater war eigentlich amerikanischer Prediger, also so evangelikaler Prediger, und das wollte Alan Dulles auch werden. Aber entsprechend der Familientradition hat er sich dann doch für die Außenpolitik entschieden und hat sich zunächst als Diplomat ausbilden lassen. Er hat in Princeton studiert und sein Ausbilder war immerhin Professor Woodrow Wilson, der spätere amerikanische Präsident. Alan Dulles ging 1915 an die Botschaft in Wien und blieb dann auch dort während des Ersten Weltkriegs. Da gibt es zwei interessante Anekdoten, und zwar Alan Dulles war ein berüchtigter Schürzenjäger, der also hunderte an außerehelichen Affären hatte. Und da gab es mal die Anfrage eines russischen Informanten, der ihn treffen wollte, und Dulles wollte halt lieber mit einer Frau, war mit einer Frau verabredet, die ihm interessant erschien. Und dieser russische Informant war ein gewisser Herr Ulyanov, der ist einen Tag später in einem versiegelten Waggon durch Deutschland ausgeschleust worden. Der ist dann bekannt geworden als Lenin. Also da hätte Alan Dulles schon als junger Mann Geschichte schreiben können, hätte er gewollt. Während des Ersten Weltkriegs hatte er auch ein anderes Verhältnis zu einer Dame. Da wurde er dann vom britischen Geheimdienst mal angesprochen. Das sei eine feindliche Agentin. Daraufhin hat eben Alan Dulles sich mit ihr zum Essen verabredet, hat die an die Briten gebracht, an den Briten übergeben, und man hat von der Frau nie wieder etwas gehört. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg ging Alan Dulles zu den Verhandlungen zu den Versailler Verträgen. Dort war sein Onkel derzeit ja Außenminister und er hat ihn eben dabei unterstützt. Dabei traf er auf seinen Bruder John Foster Dulles. John Foster Dulles war der ältere Bruder, der auch ihn maßgeblich geprägt hat, und der war Rechtsanwalt und war in die
Industriekanzlei Sullivan & Cromwell eingetreten. Das war damals die Anwaltskanzlei, über die die Wall Street des Außenwirtschafts, die Außenwirtschaftsgeschichten da abgewickelt hat. Und die Spezialität von Sullivan & Cromwell waren politische Mandate. Zum Beispiel hatten die Jahrzehnte zuvor am Bau des Panama-Kanal mitgemischt. Beim Panama-Kanal gab es ja mal irgendwann Stress mit Kolumbien. Und dann haben eben plötzlich die Amerikaner die Unabhängigkeitsbewegung von Panama unterstützt. Panama wurde unabhängig. Es gab da so ein bisschen, Putsch glaube ich nicht, aber auch amerikanisches Militär war immer mal da, wie das halt so ist, also so ähnlich wie das bei Hawaii gelaufen war. Sullivan & Cromwell hatte auch noch andere Mandaten, auf die komme ich gleich. Alan Dulles ging dann zunächst einmal mit seinem Bruder bis 1920 nach Berlin, wo eben Sullivan & Cromwell dann ein Büro eröffnete. Die Kanzlei hatte sich um den Wiederaufbau von Deutschland verdient gemacht, in der Weise, dass sie in den Vereinigten Staaten sogenannte Heidelberg-Bonds ausgab. Also Amerikaner konnten in den Wiederaufbau von Deutschland investieren. Alan Dulles machte dann eine kurze Station in Konstantinopel und ging dann zurück in die USA und arbeitete im Innendienst im State Department. Da gibt's auch noch eine nette Anekdote, und zwar verstarb der skandalträchtige Präsident Ron G. Harding, übrigens auch unter mysteriösen Umständen, die heute nicht restlos geklärt sind. Und auf ihn folgte Calvin Coolidge, und der musste, also der Vizepräsident, und der musste ja schnellstmöglich vereidigt werden. Und als man dann eben die Eidesformel suchte, hatte Alan Dulles Schicht im State Department und hat die dann telefonisch durchgegeben. Das heißt, er war also erstmals an einem unkonventionellen Amtswechsel eines amerikanischen Präsidenten beteiligt. 1926 verließ Alan Dulles den Staatsdienst und hatte in Abendkursen sein Anwaltsexamen nachgeholt und heuerte ebenfalls bei der Kanzlei Sullivan & Cromwell an, die inzwischen auch sein Bruder leitete, John Foster Dulles, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die Kanzlei hat also wirklich alles vertreten, was Rang und Namen hatte. Insbesondere, also der wohl wichtigste Klient waren die Rockefellers. Die Rockefellers hatten ja Standard Oil gegründet, waren wohl damals mit die reichsten Menschen der Welt. Standard Oil, also die Rockefellers haben immer ganz gerne mal Kartelle gemacht, und das Standard Oil-Kartell war ja mal zerschlagen worden, aber das hat die Rockefellers nie daran gehindert, trotzdem heimlich weitere Kartelle zu machen. Eines der heute bekanntesten Kartelle blieb jahrzehntelang geheim. Das war das Kartell der Seven Sisters. Da haben sich nämlich in den 20er Jahren in Schottland bei einer Jagdgesellschaft mal eben die Chefs von den sieben führenden westlichen Ölgesellschaften getroffen. Also British Persish Petroleum hießen die damals. Royal Dutch Shell und fünf amerikanische Ölunternehmen, und die haben einfach bei so einer Jagdgesellschaft eben den Nahen Osten aufgeteilt, haben gesagt, also wir machen uns hier hier keine Konkurrenz, sondern wir sprechen mit einer Stimme, ihr Briten, ihr geht nach Persien, die Amerikaner so eher Richtung Saudi-Arabien in die Gegend, und wir teilen uns die Intelligence, wir teilen uns die Bestechungsgelder, und wir machen uns jedenfalls intern keine Konkurrenz. Das Kartell der Seven Sisters insbesondere auch den Zweiten Weltkrieg überdauert und wurde also erst sehr viel später bekannt. Die Dulles-Brüder bauten auch die US-Stahlindustrie auf, also hatten mit der Rüstungsindustrie zu tun, und sie pflegten Freundschaft mit dem Präsidentschaftskandidaten John W. Davis. Die Dulles-Brüder waren sehr engagiert in der Republikanischen Partei. Alan Dulles wurde auch Schatzmeister der New Yorker Republikaner. Durch die Kontakte nach Deutschland hatte man Kontakte eben zu deutschen Wirtschaftseliten. Ein enger Freund zum Beispiel war, oder nicht nur Freund, sondern Alan Dulles saß sogar im Aufsichtsrat der Henry Schroeder Bank. Also das war eine Bank, die eine neue Partei in Deutschland finanzierte. Das war nämlich die NSDAP. Ohne das amerikanische Geld wäre es damals jedenfalls nicht so einfach gegangen. Ein anderer interessanter Freund, den man hatte, war Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht war ein Industriebankier, der eben später auch die Nazis finanzierte.
Und ein anderer wichtiger Kontakt war eben Fritz Thyssen, damals einer der reichsten Deutschen, auch Rüstungsunternehmer. Fritz Thyssen hat also eine Menge sehr krumme Geschäfte gemacht und die Dulles-Brüder hatten insbesondere bei Geldwäsche wahnsinnig behilflich. Dabei wurde eine Bank benutzt, die ein gewisser Prescott Sheldon Bush geleitet hat. Prescott Sheldon Bush war auch so eine politische Figur, auf die wir gleich noch ein paar Mal zurückkommen, aber spannend an ihm war, er war Vorsitzender der Studentenvereinigung Skull and Bones. Das war eine sehr patriotische, rassistische Vereinigung. Die Dulles-Brüder selbst tendierten auch in diese Richtung. Zum Beispiel spendete man Geld für die Bewegung America First. Also sie waren Isolationisten. Wir synchronisieren das. Dann gab es noch die American Liberty League und diese ganzen Dulles-Mandanten, wie zum Beispiel Henry Ford, die mochten halt alle Roosevelt nicht. Roosevelt war aus deren Sicht halt ein Linker, New Deal und so weiter. Roosevelt hatte auch einen Wahlkampf geführt, in dem er sich gegen Diskriminierung im rassischen Bereich eingesetzt hat. Das war also was Neues in den USA, jedenfalls in der Weise, dass es ein Präsidentschaftskandidat tat. Und die Kreise, in denen die Dulles-Brüder verkehrten, die hatten auch immer, die werden eben mit diversen Gedankenspielereien in Verbindung gebracht, zum Beispiel der Smedley-Butler-Coup. Das ist jetzt aber zu aufwendig, würde jetzt den Rahmen hier sprengen, um das auszuführen. Die Rockefeller-Brüder hatten noch was anderes. Die hatten nämlich Anfang der 20er Jahre einen Think Tank aufgezogen. Das nannte sich Council of Foreign Relations. Die Council of Foreign Relations klingt so ein bisschen, als ob das eine parlamentarische Kommission sei oder irgendwie so etwas Staatliches. Nein, das ist ein privater Think Tank, in dem eben Industrielle und Politiker da zusammenhängen und eben so ausklüngeln oder Vorgaben machen, was denn die konventionelle Politik dann zu entscheiden hat. Wer also immer in der amerikanischen Außenpolitik irgendwas werden wollte, musste in diesem Council of Foreign Relations da irgendwas werden. Und Dulles war dort einer der Vorturner und ab 45 auch der Präsident, der Formelle. Aber bei 45 sind wir noch nicht. Die Rockefellers hatten noch was anderes. Sie hatten einen Raum im Rockefeller Center. Da traf sich so einmal im Monat unter konspirativen Umständen die Wall Street Elite. Und dort wurden eben auch die Kabale geschmiedet und rumgeklüngelt. Und der Punkt war, die ganzen Dulles-Mandanten waren deutschfreundlich oder viele der Dulles-Mandanten waren deutschfreundlich. Und insbesondere als eben da diese neue Partei da ans Ruder kam, konnten viele damit was anfangen. Henry Ford war bekanntlich ein großer Fan des Führers, hat sich ja Auszeichnungen geben lassen. Auch die Clique so um Alan Dulles, zum Beispiel der Verleger Henry Luce, der hat damals Adolf Hitler aufs Titelblatt gesetzt und ihn als Mann des Jahrzehnts, oder Mann des Jahres, müsst ihr jetzt nachgucken, jedenfalls da war durchaus eine Stimmung, die Amerikaner heute so, das hören die halt nicht so gerne, dass man damals halt gegenüber Deutschland nicht so kritisch war. Insbesondere die Unternehmen, die Dulles-Brüder vertreten haben, die waren absolut dagegen, dass die USA in den Krieg eintreten. Als Deutschland in Frankreich einmarschiert war und das eben erfolgreich besetzt hatte, hat sogar ein Dulles-Mandant in New York eine Party geschmissen und da haben sich die Dulles-Brüder für ihn verwendet, muss man sich mal vorstellen. Jedenfalls, als dann Pearl Harbor angegriffen wurde, dank von Dulles Großvater ja Teil der Vereinigten Staaten, da war dann das Thema gegessen, ob man in den Krieg eintreten würde oder nicht. Und dann haben eben diese Leute in diesem Room im Rockefeller Center sich getroffen und haben gesagt, ja, also jetzt so ein konventioneller Krieg, wie mit so Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg, das ist uns zu blöd. Wir machen jetzt was Neues. Wir brauchen Supersoldaten. Und zwar hatte man sich da von
einem britischen Geheimagent, einem gewissen Herrn Stevenson, sich das Zeug einflüstern lassen. Die Briten hatten ja Spezialeinheiten, die eben wie die Ninjas zugeschlagen haben, also die sich irgendwie angeschlichen haben und praktisch Guerillataktiken angewendet hatten. Und dann überlegte man, ja, sowas müssen wir auch machen, aber wir müssen es noch 100-mal besser machen. Und dann hat man eben angefangen, deutsche Kleidung zu sammeln, um eben Amerikaner als Deutsche zu tarnen. Und die sollten dann mit Fallschirmen hinter der Front abgesetzt werden. Und die hatten getarnte Waffen, also alle möglichen Gerätschaften, wo Dolche versteckt waren. Da gab es einen Handschuh mit einer Pistole drin eingebaut. Es gab sogar die berühmte Klinge im Schuh. Die war allerdings keine Waffe, sondern die diente dazu, Fesseln durchzuschneiden. Diese Leute waren auch ausgestattet mit Schalldämpferwaffen. Das Unternehmen hatte zuerst einige andere Namen und nannte sich dann Office of Strategic Services, das OSS, und wurde 1942 der Kriegsgeheimdienst. Das OSS wurde ursprünglich von General Wild Bill Donovan geleitet, auch ein Wall Street Anwalt. Und der meinte eben, jeder meiner Supersoldaten, der ist so effizient wie 100 konventionelle Soldaten. Das konventionelle Militär hielt nicht so viel davon und sie sollten auch recht behalten. Von diesen Geheimkommandos hat man nicht mehr viel gehört. Einen fähigen Agenten hatte allerdings das OSS. Das war Agent 110. Das war nämlich Alan Dulles persönlich. Alan Dulles ist noch mit dem letzten Zug in die Schweiz gereist, bevor sie, also noch durch Vichy-Frankreich, bevor die Schweiz dann von Faschisten praktisch umstellt war. Und in der Schweiz war seine offizielle Aufgabe, dass er eben ein Büro hatte für Walk-in-Agenten, beziehungsweise hatte eben so viele geschäftliche Kontakte, dass man in der neutralen Schweiz halt ein paar Leute treffen konnte oder Gesandte oder wie auch immer. Die Anwesenheit von Dulles in Bern war allerdings so geheim, dass sie sogar in der Zeitung stand. Also jeder wusste, wer er ist, was er machte. Die Schweizer hatten auch Spaß und waren insofern gut informiert, weil sie ihn auch abhörten. Und wenn er zu schnell sprach, haben sie auch mal das Telefon unterbrochen. Also, na, wie das so ist. Die Sache also Dulles hat durchaus ein paar wertvolle Informationen gebracht. Allerdings der wesentliche Teil, den er da gemacht hat, seine Arbeit, der wird wohl darin bestanden haben, dass er in Wirklichkeit die Geschäfte weitergeführt hat mit den Deutschen und beziehungsweise Geschäfte vertuscht hat also mit einer Firma zu tun gehabt, die Zahngold, es gab am Finanzplatz Bern etliche Bankiers, die für das Deutsche Reich Geld gewaschen haben, um den Krieg am Laufen zu halten. Der Erste Weltkrieg ist ja vor allem deshalb beendet worden, weil Deutschland das Geld ausgegangen war. Und deshalb waren den Nazis schon ziemlich klar, wo man, ja, also Wirtschaft ist halt ein Thema für diesen Krieg gewesen. Alan Dulles hatte halt aufgrund seiner Kontakte doch einige hochkarätige Besuche. Es kam unter anderem der Unternehmer Eduard Schulte, der hatte ein KZ von innen gesehen, also das hatte man ihm stolz präsentiert, hatte die Massenvernichtung an Juden gesehen, mit eigenen Augen, und war so schockiert, dass er keine 24 Stunden später in Bern war und Dulles darüber berichtete. Es waren dann noch zwei andere hochkarätige Leute da, unter anderem auch Flüchtlinge, die eben denen es gelungen war, aus einem KZ zu flüchten. Das Irre ist nur, Dulles wusste von diesen Lagern, bevor er überhaupt Amerika verlassen hatte. Denn das waren halt Geschäftsfreunde, die diese Lager betrieben haben. Dieser Prescott Sheldon Bush zum Beispiel, der war auf dem Papier Geschäftsführer mehrerer deutsch-amerikanischer Firmen. Und auf dem Papier hat Prescott Sheldon Bush an Auschwitz verdient. Muss man sich mal vorstellen. Also seine Nachkommen sind ja 2001 mal verklagt worden. Also das ist die Bush-Familie, die dann nachher zwei Präsidenten gestellt hat. Nun gut. Der berühmteste Walk-in-Agent war ein Mitarbeiter des deutschen Außenministeriums, Fritz Kolbe, der eben beschlossen hatte, also für sich selbst beschlossen hatte, also alles ist besser als dieser Krieg, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, und hat eben unter Lebensgefahr Dulles aufgesucht und ihm eben die Pläne zum Beispiel über die Vergeltungswaffen V1, V2 und so weiter gebracht, sodass eben Alan Dulles doch durchaus noch ein paar kriegswichtige Informationen liefern konnte. Das Spannende an der Emission von Dulles war, dass
Roosevelt ja eigentlich aus dem politischen anderen Lager war und er hat Dulles trotzdem gewähren lassen. Und es gibt durchaus Indizien, die dafür sprechen, dass der Roosevelt in Wirklichkeit Dulles eine Falle gestellt hat, weil er nämlich einerseits diese Nazi-Verbindungen rauskriegen wollte und dann eben andererseits, wenn Dulles zurückkommt, ihm den Prozess machen würde. Und das Ganze scheiterte aber wohl daran, dass eben Roosevelt verstorben war. Und 1945, als dann der Vizepräsident Truman aufrückte, war der halt über nichts informiert. Also Truman war, das muss man sich mal vorstellen, obwohl er Vizepräsident der Vereinigten Staaten war, nicht über wesentliche Staatsgeheimnisse informiert. Der wusste nicht, dass die Amerikaner eine Atombombe entwickelten. Die ist ihm also buchstäblich in den Schoß gefallen. Und er hatte so innerhalb weniger von Tagen entschieden, ja, haben wir so ein Ding, toll, setzen wir es ein. Also, nun gut. Ebenfalls 1945, das muss ich noch, bevor der Krieg vorbei ging, Alan Dulles war also immer der Meinung, dass der eigentliche Feind die Russen sind und dass eigentlich die Deutschen die vorzugswürdigere Macht sei. Und eine Menge Leute im amerikanischen Militärapparat haben auch genauso gedacht. Und Roosevelt hatte aber klar gemacht, es gibt keinen Separatfrieden mit Deutschland. Die Alliierten wollten die bedingungslose Kapitulation und sonst gar nichts. Und es war also ausdrücklich Alan Dulles verboten, mit Deutschen in Verhandlungen zu treten. Allerdings hat Alan Dulles sich nie sonderlich darum gekümmert, was seine Präsidenten denn so beschlossen, sondern er hat sie halt immer betrogen. Und er hat sich also mit hochkarätigen SS-Leuten getroffen. Er war auch im Dunstkreis um die Verschwörer des 20. Juli. Also er war eher Zaungast, also war jetzt nicht die Triebfeder. Aber immerhin hatte er eben mit Leuten zu tun, die da auch selbst eben eine Initiative ergriffen. Er traf sich dann mit zwei SS-Leuten und in Begleitung von General Lyman Lewis Lemnitzer, auf den wir nachher noch zurückkommen werden. Und er hat also mit Karl Wolff eben über eine deutsche Kapitulation verhandelt und wie man dann später bei den Nürnberger Prozessen sah, waren viele der da angeklagten Nazis der Meinung, dass das ja nur so eine lockere Runde würde und dass man dann nachher weiter gegen die Russen ziehen würde. Das kommt daher. Alan Dulles hatte eben den Wunsch, dass man möglichst viele deutsche Eliten gewinnt, um dann mit denen eben Richtung Moskau zu gehen. Und entsprechend hat er dann eben Leute ausgeschleust. Er ist also auch an dieser Rattenlinie beteiligt gewesen, wo dann eben Deutsche in den letzten Kriegstagen da ausgeschleust wurden. Dann hat aber die amerikanische Politik beschlossen, dass man die amerikanische Politik, die wollte eigentlich eine Menge Deutsche an die Wand stellen. Und es war sogar Stalin gewesen, der dann sagte, nee, wir müssen eine Art Prozess machen. Und so kam dieses Nürnberger Tribunal zustande. Und das war natürlich Dulles ein Dorn im Auge, denn zum einen, er wollte seine Eigengeschäfte vertuschen, die er da gemacht hatte. Zum anderen wollte er möglichst viele deutsche Eliten für sich bewahren. Was hat er gemacht? Das OSS ist zu dem Richter Jackson. Und hat dann gesagt, ja, wir haben viele Informationen über die Nazis, wir, das OSS, der Supergeheimdienst, wir haben da ein paar Leute, wir helfen dir. Und was haben die OSS-Leute gemacht, Herr Richter Jackson? Sie haben Informationen verschwinden lassen, vertuscht ohne Ende, das hat er dann auch irgendwann gemerkt. Und das war einer der Faktoren, warum dann irgendwann President Truman mal sich die Frage gestellt hat, was dieses OSS eigentlich so geleistet hat. Und da kam raus, es war also ein unfassbarer Fehlschlag. Daraufhin hat Truman den Kriegsgeheimdienst der Amerikaner, das OSS, dicht gemacht. Das führte zu einem riesigen Wehgeschrei der OSS-Veteranen. Die haben dann ihre Heldentaten in Romanen und Comics besungen. Es gibt sogar einen Kinofilm OSS, gedreht vom späteren James-Bond-Regisseur Richard Maybaum, by the way. Dulles brauchte selbst keinen Geheimdienst, um weiterzumachen. Er hat
Er wurde 1945 Präsident dieses Council of Foreign Relations und konnte da eben die wichtigsten Fäden ziehen und war vor allen Dingen gut befreundet mit dem Anwalt John McCloy. Das war auch jemand aus dem Rockefeller Imperium. John McCloy war ein rassistischer Texaner, der auch sehr deutschfreundlich war. Er hatte die Nichte von Konrad Adenauer vor dem Krieg geheiratet. Und John McCloy war eben der Mann, der dann der wurde als hoher Kommissar in Deutschland eingesetzt und der hat mal einfach 89 Verurteilte von den Angeklagten im Nürnberger Prozess einfach mal 89 Verurteilte begnadigt. Also, so kann man es natürlich auch machen. Nee, kann man nicht. Einer der Nazis, die Alan Dulles rekrutiert hat, war der vormalige Leiter des Militärgeheimdienstes Fremde Heere Ost gewesen, ein gewisser Reinhard Gehlen. Der hatte einfach mal das Geheimarchiv dieses Kriegsgeheimdienstes, dieses Militärgeheimdienstes kopiert und in die Alpen geschafft, hat es da im wahrsten Sinne des Wortes verbuddelt. Und das hat er eben dann Alan Dulles angeboten. Und dadurch hat sich eben Reinhard Gehlen interessant gemacht. Und dann kam man überein, dass diese Organisation Fremde Heere Ost einfach jetzt umfirmiert wird und neu gegründet wird als Organisation Gehlen. Wobei die Organisation Gehlen, die gab es offiziell nicht. Und das wurde dann ein amerikanischer Geheimdienst mit rein deutschem Personal, aber amerikanischen Aufsehern. Und nach 10 Jahren wurde das Unternehmen dann umgeflaggt in den Bundesnachrichtendienst. Auch wieder mit dem gleichen Personal und auch mit dem gleichen Chef, Herrn Reinhard Gehlen. Also Gehlen war alles andere als ein unbelasteter Nazi. Das kann ich jetzt aber in der Kürze der Zeit nicht ausführen. Was Alan Dulles eben noch gemacht hat, war Subversion. Da war einmal die Sache mit Noel Field. Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Es gab einen amerikanischen Missionar, der in die Tschechoslowakei gegangen ist, aber auch für Kommunismus empfänglich war. Und der hatte mit den Dulles-Brüdern irgendwelche Kontakte, die aber rein gesellschaftlicher Natur waren. Trotzdem geriet er in der Tschechoslowakei in den Verdacht, dass er Subversionen gegen eben den Osten machen würde. Daraufhin kriegte Stalin Paranoia und glaubte, dass die Dulles-Brüder in seinem Reich eben eine Konterrevolution inszenieren würden, eben Netzwerke gründen würden. Und das führte dazu, dass eben Hexenjagden veranstaltet wurden und mehrere hunderttausend Menschen in der Tschechoslowakei gerieten völlig zu Unrecht in den Verdacht, dass sie eben Teil dieses imaginären Netzwerks seien. Und Alan Dulles hat also keinen Finger krumm gemacht, um eben da dieses Missverständnis zu klären, hat es im Gegenteil als cleveren Schachzug angesehen. Apropos keinen Finger krumm, das habe ich vorhin ausgelassen, als ich sagte, dass also Alan Dulles während seiner Zeit im USS von den Verbrechen der Nationalsozialisten gegen die Juden wusste. Das hat er nicht seinem Präsidenten weitergegeben. Der Einzige, dem er es mal weitergegeben hatte, war der Außenminister, von dem er wusste, dass der ebenfalls für Juden keinen Finger krumm machen würde. Wahrscheinlich hätten einige Dinge anders ausgesehen, wenn die amerikanische Öffentlichkeit das vor dem Krieg gewusst hätte. Also bei den Nürnberger Prozessen war das ja auch für viele Deutsche, oder viele Deutsche jedenfalls wollten damals nichts gewusst haben. Das, gut, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Jedenfalls Dulles und seine Getreuen, die hatten immer geklagt, ob sie, so gucke ich in der Zeit, ja ganz gut, dass eben Amerikaner einen Geheimdienst bräuchten und es gäbe doch so viele Informationen, die in Washington da reinschwirren und es sollte mal irgendwie zentral gesammelt werden. Und Truman sagte, also so ein OSS auf keinen Fall, so ein Cowboy-Geheimdienst brauchen wir nicht nochmal. Ja, so ein paar Büros mit wenigen hundert Leuten oder so, nur reine Bürotätigkeit und so. Gut, dann hat halt eben das Parlament da zugestimmt und die durften auch zumindest Subversionen vorbereiten für den Fall, dass mal wieder ein Krieg vonnöten sei. Aber auf keinen Fall wieder so ein Geheimdienst wie das OSS. Ja, das war allerdings genau das, was Alan Dulles im Sinn hatte.
die Central Intelligence Agency war durchsetzt von eben solchen OSS-Leuten, die eben mit diesen Methoden auch weitermachen wollten und nicht nur gegen den Osten, sondern vor allen Dingen auch in Mittel- und Südamerika. 1947 also wurde die CIA gegründet, offiziell. Dulles war der Meinung, dass man in den Ländern, in denen man sowieso, also in den westlichen Ländern, dass man dort am ehesten die Eliten umgarnen soll. Deshalb hat John McCloy, also die Leute vom Foreign Council of Foreign Relations, die haben also ständig irgendwelche amerikanisch-ausländischen Vereinigungen gegründet. John J. McCloy hat in Deutschland die Atlantikbrücke gegründet. Das ist also auch so ein Netzwerk eben, wo deutsche Eliten aus Industrie und Politik und Journalismus verkehrten und da halt rumgeklüngelt haben. Die gibt es heute noch. Zunächst ging er mit Geld und angeworbenen Agenten vor. In Frankreich zum Beispiel konnte er durch Bestechung erreichen, dass die mächtige Gewerkschaft sich spaltet in eine kommunistische und eine gemäßigtere Gewerkschaft. In Italien wurden die Christdemokraten mit amerikanischem Geld gepampert. In Deutschland gab es ähnliche Aufstiegshilfen für Politiker. Die Strategie der CIA war, dass man nicht nur die Leute förderte, mit denen man en jour war, sondern ein breites Spektrum abdeckte. Zum Beispiel auch Willy Brandt gehörte zu den Personen, die von der CIA gefördert wurden. Die Grundtaktik von oder die Strategie der CIA war, wenn es um die Spionage im Osten ging oder in anderen Ländern, dass man da nicht selbst Agenten hingeschickt hat, sondern also eigene Amerikaner, also amerikanische Staatsbürger, sondern dass man immer Personen angeworben hat, die aus diesen Ländern kamen, etwa die im Krieg, im Zweiten Weltkrieg gekommen waren. Und die dann eben, die wurden schnell ausgebildet und zurückgeschickt, manchmal per Fallschirm, manchmal per Flieger, manchmal irgendwie so eingeschleust, und diese Leute sollten eben im Osten spionieren, Wirtschaftssabotage betreiben und Ähnliches und für den Fall, dass es Krieg gibt, eben auch Guerillataktiken anwenden, solche Netzwerke gründen. Diese ganzen Geschichten waren katastrophale Fehlschläge und führten eben dazu, wiederum zu Säuberungsaktionen und Ähnlichem. Die Aufklärungsleistung der CIA war unglaublich schlecht. Also Dulles wusste weder, wie weit die Russen mit der Atombombe waren, noch konnte er den Sputnik vorhersagen. Der hätte nach Dulles erst 12 Jahre später kommen sollen. Auch andere wichtige Ereignisse wie den Arbeiteraufstand in der DDR und so weiter, das hat die Amerikaner alle im Schlaf erwischt. Auch im Koreakrieg, da hatte Dulles nicht einen einzigen Agenten. Die Chinesen waren in der Lage, 300.000 Menschen auf dem langen Marsch zu bewegen, ohne dass in Washington das irgendjemand mitbekam. 1953 dann gelang es den Dulles-Brüdern endlich, einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten auch mal erfolgreich zu fördern. Das war in dem Fall der Weltkriegsheld Eisenhower, der siegte eben und war aber politisch unerfahren. Er war ein erfahrener Militär, aber mit Parlamenten und so weiter, das war für ihn eine neue Welt. Und da hat eben John Foster Dulles ihm geholfen und hat ihm einfach das Kabinett zusammengestellt. Im Kabinett Eisenhower saßen lauter Milliardäre und Millionäre, die alle auch oder großteils eben Kunden der Kanzlei Sullivan & Cromwell waren. Außenminister war eben John Foster Dulles himself. Und Alan Dulles wurde neuer CIA-Director. Alan Dulles hatte vorher in die CIA von außen zunächst intrigiert und als er dann zu sehr gemeckert hatte, hat man ihm die Leitung eines Departments gegeben, Department of Dirty Tricks nannte man es intern. Und ab 1953, beziehungsweise nach der Inauguration 54, war Alan Dulles dann Chef der CIA, sehr zum Entsetzen seines Vorgängers. Der hatte nämlich jahrelang versucht herauszukriegen, was Alan Dulles im eigenen Laden eigentlich machte. Und als eben die Dulles-Brüder an der Spitze der Macht waren, aber eben die CIA nach wie vor schlechte Ergebnisse erzielt hatte, da hieß es dann anything goes, wir müssen jetzt alles machen und es ist jetzt alles erlaubt. Und da kam man dann auf die Idee, dieses berüchtigte Programm MK Ultra
zu installieren. Also man hat Forschung betrieben, wie man denn Menschen dazu bringen könnte, also Gehirnwäsche mit Drogen, LSD, Hypnose und so weiter. Man wollte wissen, ob die Russen sowas können, denn das hatte man geglaubt. Und man wollte es, wenn ja, selber anwenden, etwa um Attentate zu begehen. Alan Dulles war nämlich alles andere als schüchtern, was Attentate betraf. Also er machte so tolle Vorschläge wie, wenn Stalin nach Paris auf eine Konferenz kommt, dann soll man ihn ein Scharfschütze erledigen. Er hatte auch den Vorschlag gemacht, die gesamte chinesische Regierung mit dem Flugzeugabsturz zu beseitigen. Das hat aber seine Präsidenten nicht so entzückt. Eisenhower, der halt politisch unerfahren war, überließ so die Tagespolitik weitgehend eben dem Kabinett und die Außenpolitik machte John Foster Dulles praktisch im Alleingang und Eisenhower guckte zu. Erstaunlicherweise verbrachte auch der den Großteil seiner Präsidentschaft mit seinen neuen Milliardärsfreunden auf dem Golfplatz. Das hat also in den Vereinigten Staaten eine Tradition. In Guatemala hatte man das Problem, also Guatemala war der bevorzugte Urlaubsort von Alan Dulles und dort gab es auch eine Firma namens United Fruit Company, die 95% der Wirtschaft kontrollierte. Man hat den Bauern das Land abgepresst. Anders als die britischen Kolonialisten hatten die Amerikaner wenig für die Infrastruktur getan, die bauten keine Krankenhäuser und Schulen, sondern die wollten nur Leute, die Südfrüchte pflückten und das war's. Dann gab es einen gewählten Politiker namens Jacobo Arbenz, der das ändern wollte. Nun war es aber so, dass die United Fruit Company nicht nur Kunde bei Alan Dulles war, sondern Alan Dulles saß sogar dort im Aufsichtsrat und es ging ja mal gar nicht, dass er einfach plötzlich ihre eigenen Früchte nicht ihm geben wollten. Und daraufhin inszenierte die CIA einen Putsch. Also es war nicht mal ein richtiger Putsch, sondern man hat es im Wesentlichen laut knallen lassen. Und man hat Radiodurchsagen gefälscht, also Leute haben Nachrichtensprecher imitiert, um da eben Verwirrung zu stiften. Das war also eine Sache, also Kriegslisten, das war eine Täuschung, das war für Dulles sowieso ein Thema. Und daraufhin wurde dann gab es halt einen Regierungswechsel und das war dann eben, und wer eben kam nach Arbenz, war kein Demokrat, sondern das war ein wirklich schlimmer Diktator. Ein anderer Dulles-Mandant war der Schah von Persien und eben auch British Petroleum. Die hatten in der Zeit auch das Problem. Es gab da einen Herrn Mossadegh, der eben dort politisch erfolgreich war. Der war eigentlich Nationalist, aber man hat ihn eben dann als Kommunist porträtiert. Die Briten mussten damals Persien verlassen. Und also praktisch die Ölfirmen wurden verstaatlicht. Nun war es aber so, dass diese ganzen Ölgeschichten. Also erstmal, die Briten gehörten zu den Seven Sisters und zum anderen war den Politikern sehr wohl bewusst, welchen strategischen Wert das Öl hatte. Man hatte von vornherein, zum Beispiel in den amerikanischen Erdölfirmen, lauter CIA-Leute, die mit CIA-Leuten infiltriert. Für den Fall, dass die Russen mal einen Fuß in die arabische Welt kriegen, wollte man nämlich die Ölfelder zerstören. Und man hatte deshalb heimlich Sprengstoffe ins Land geschafft und man hat auch den saudi-arabischen Hausherrn nichts davon gesagt. Und die Strategie war eben, wenn es wirklich eng wird, dass man da notfalls sogar die Erdölfelder nuklear verseucht. Dann gab es eben dieses Problem mit dem Schah von Persien, der plötzlich außer Haus war, also der eben diesen Mossadegh hatte. Daraufhin hat dann eben die CIA mit ihrem Spezialisten für schmutzige Sachen, William K. Harvey, einen Putsch inszeniert, und der dann auch erfolgreich war. Und daraufhin konnte der Schah noch ein bisschen weiter regieren und hat dann einen wirklich grausame Geheimpolizei aufgezogen, den SAVAK, die dann allerdings ein paar Jahrzehnte später von der iranischen Revolution beseitigt wurden. Dieser William King Harvey, der galt als der James Bond der CIA, der hat auch damals den Bau des Berliner Tunnels geleitet und war eben zuständig für die Mordprogramme. Er hatte also sozusagen diese Lizenz zum Töten. Eine der Sachen, die er gemacht hatte, war Lumumba zu beseitigen. In diese Zeit fiel auch dieser mysteriöse Absturz des UN-Gesandten Dag Hammarskjöld, der für die Dulles-Brüder halt, der denen auch ein Dorn im Auge war.
Auch jemand, der abgestürzt war, war der italienische Industrielle Mattei, denn die Italiener gehörten nicht zu diesen Seven Sisters und der glaubte, er dürfte in Libyen Öl importieren und dann mit Mattei starb dann auch dieses Geschäft. Nun gut, vielleicht war es auch Zufall. Ein anderes Problem hatte man in Kuba, da gab es jetzt wieder so jemanden, der der Meinung war, dass die amerikanischen Firmen und der dortige Diktator nicht so toll wäre. Das war also Fidel Castro, hat dann eben dann Anfang der 60er Jahre dort seine Revolution gemacht und hat dann irgendwann auch amerikanische Unternehmen daraus geworfen. Das wollte man natürlich nicht. Nun gab es das Problem, also man hat dann immer diese Standardgeschichte machen wollen mit dem Putsch, so wie man es 100 Jahre vorher in Hawaii gemacht hat, indem man eben Leute aus dem Land anwarb, in dem Fall also Exilkubaner, die eben eine Revolution machen sollten. Hat erstmal so nicht funktioniert und dann kam man auf die Idee, das müssen wir jetzt in einer richtig großen amphibischen Landung machen. Wir trainieren jetzt Leute in den Südstaaten, also Exilkubaner, die eben dann darüber geschifft werden und da wirklich dann auch mit Manpower reingehen. Das Problem war nur, dass da der Wahlkampf dazwischen war. Für Dulles war das kein Problem, weil jeder der beiden Kandidaten eigentlich sein Mann war. Der eine war Richard Milhouse Nixon, der hatte mit den Dulles-Brüdern sehr viel früher Kontakt, als man das offiziell wusste. Richard Nixon war nämlich als Marinejurist dafür verantwortlich, Korruption bei der Beschaffung im amerikanischen Militärwesen aufzuklären. Und da ist er halt über die Geschäfte von den Dulles-Brüdern mit Nazi-Deutschland gestolpert, die eben doch sehr sorgsam vertuscht waren, aber nicht sorgsam genug. Aber auf einmal hatte dann Richard Nixon zwei Freunde, nämlich die Dulles-Brüder, die ihn dann förderten und seine Karriere bis eben zur Vizepräsidentschaft mitbegleiteten. Die Wahl wurde dann aber überraschend dann doch verloren. Gewonnen hatte John F. Kennedy, der Sohn eines Sohn von Joseph Kennedy, ein Millionär, der eigentlich auch eher zur Dulles-Clique gehörte. Joseph Kennedy hatte genau wie Prescott Sheldon Bush auf Hitler-Deutschland gesetzt und damit auf das falsche Pferd. Und deshalb konnte weder Prescott Bush noch Joseph Kennedy selbst Präsident werden, aber die Söhne sollten es dann werden. Kennedy hat es dann auch geschafft. Kennedy war ursprünglich sehr spionagebegeistert und ließ sich dann auch dieses Unternehmen mit Kuba einreden. Und man versicherte ihm, dass das eine rein kubanische Aktion sei und dass die CIA das finanziert und wo die ihre Waffen hier haben, das passiert halt. Aber er war also strikt dagegen, dass irgendwelche Amerikaner sich daran persönlich beteiligten und insbesondere hat er ausgeschlossen, dass bei dieser Anlandung die amerikanische Luftwaffe eingesetzt werden sollte. Man hatte zwar dann irgendwie Flieger eingesetzt, die dann als scheinbar kubanische maskiert waren, aber Dulles war der Meinung, dass wenn es losgeht, dass eben Kennedy sich erweichen lassen würde, wenn man ihm sagen würde, hey, jetzt sind die Menschen da im Wasser und wir müssen es jetzt zu Ende bringen. Auch das Militär war heimlich näher an den Kampfplatz gerückt, als Kennedy das wusste. Nur blieb eben Kennedy stur und sagte, okay, die Kubaner haben es nicht geschafft, Pech. Und daraufhin ist dann eben diese Invasion in der Schweinebucht kläglich gescheitert. Die Beteiligung der Amerikaner wurde dann nicht mal abgestritten, weil es einfach auch nicht abstreitbar war. Und das war die größte Niederlage aus Sicht von Dulles, die er jemals erlebt hatte. Und da die CIA eben den Präsidenten blamiert hatte, musste Dulles und andere noch gehen. Ich habe eine wichtige Sache gerade ausgelassen. Gegen Ende der Amtszeit von Eisenhower wollten Khrushchev und Eisenhower diesen Kalten Krieg beenden. Und da gab es diesen Friedensgipfel in Paris, der dann allerdings sabotiert wurde. Da gab es nämlich den U-2-Absturz. Die U-2 war ein Projekt der CIA und die Russen waren immer sauer, dass sie überflogen wurden. Die U-2 war dieser Höhenaufklärer, der in 23.000 Kilometer flog und nicht abgeschossen werden konnte. Und wie gerufen wurde dann doch eine U-2 abgeschossen und es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass diese U-2 gar nicht so hoch geflogen ist, wie sie es hätte tun sollen und dass Dulles das zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt mal wusste, ob vorher oder nachher, who knows. Dann
nach dem Debakel in Kuba musste Alan Dulles halt nach einer Schamfrist von einem halben Jahr seine Position räumen. Er durfte allerdings seinen Nachfolger selber aussuchen und da setzte einfach jemand hin, der von wo ganz anders kam, aus dem Energieministerium und auch eher einer seiner Spezies, aber der eben vom Geheimdienst keine Ahnung hatte. Und Dulles hat das gemacht, was er vorher gemacht hat. Er hat nämlich die CIA einfach von außen weitergeleitet. Das heißt also, er hat die wesentlichen Leute in seinem Privathaus empfangen, hatte seine Spezies gehabt. Also der stellvertretende CIA-Chef, der war Richard Helms und das war einer seiner engsten Vertrauten, sodass die Sache einfach heiter weiterging. Als dann eben etwa die Kuba-Krise kam, da hat dann zum Beispiel dieser James Bond, William King Harvey, einfach mal 90 Leute auf die Insel geschickt während dieser 13 Tage. Und das hätte den Dritten Weltkrieg auslösen können. Und das war eigenmächtig, beziehungsweise es war nicht von Kennedy befohlen, die wussten davon nichts. Wahrscheinlich wusste Dulles was davon. Dann gab es eben einen Streit mit diesem William King Harvey, der dann sich mit den Kennedys arg gezofft hat. Und der wurde dann über Nacht abgezogen und wurde zum neuen Leiter der CIA in Italien gemacht, wo er dann eben unter anderem die Gladio-Einheiten befehligt hat, wem das was sagt. Dann gab es jemand, der noch entlassen wurde, war Dulles Stellvertreter, ein gewisser General Charles Cabell. Das war auch ein Militär, der eben einen interessanten Bruder hatte, Earl Cabell. Der Bruder war, wie man seit wenigen Wochen aufgrund einer Aktenfreigabe weiß, auch CIA-Agent und übrigens zufällig Bürgermeister von Dallas, Texas. Das war auch eine einflussreiche Familie, die Vorfahren waren auch schon alle da Bürgermeister gewesen. Und das war halt der Mann, der für die Polizei in Dallas zuständig war. Man weiß ja, dass aus irgendwelchen Gründen die Polizeieskorte an der Seite gefehlt hatte und dass die Route dann doch einen sehr seltsamen Verlauf genommen hat. Jemand anders, der für die Sicherheit zuständig war, war der Finanzminister, der Herr Dillon. Douglas Dillon war ein enger Dulles-Freund. Und in den USA ist es so, dass eben der Secret Service zuständig ist für die Sicherheit der Münze, aber auch für die Sicherheit des Präsidenten. Und auch der Secret Service hat ja bekanntlich versagt. Es waren seltsamerweise keine Menschen auf diesen Tritt steigen. Aber wir wissen ja alle, das war ein verwirrter Einzeltäter, der dann Kennedy erschoss. Erstaunlicherweise wurde dieser Einzeltäter nicht bei seiner Festnahme erschossen, sondern überlebte das. Daraufhin ist Alan Dulles aus irgendwelchen Gründen, die bis heute geheim sind, nach Camp Peary gefahren. Camp Peary ist ein CIA-Stützpunkt, der in Virginia in einem militärischen Sperrgebiet liegt. Camp Peary ist ein Ausbildungszentrum. In der amerikanischen Populärkultur kennt man es als die Farm. Und das ist eben ein CIA-Stützpunkt, von dem man aus Operationen leiten kann. Was der Zivilist Alan Dulles da ein Wochenende gemacht hat, weiß man nicht. Er kam jedenfalls erst wieder zurück, als der Alleintäter Oswald erschossen wurde und die Dulles-Polizei sagte, Case closed. Das heißt also, der Kennedy-Mord ist nie forensisch untersucht worden. Dann hat sich aber jemand namens Truman zu Wort gemeldet, also der ehemalige Präsident, und hat einen Leserbrief geschrieben und gesagt, also das, was die CIA da so macht in letzter Zeit, das ist nicht ganz das, was ich ursprünglich so im Sinn hatte, als ich das unterschrieben habe. Und der hat sich dann auch von Dulles nicht irgendwie einwickeln lassen. Und dann gab es eben so viel Kritik, dass man sagte, wir müssen das irgendwie untersuchen. Dann hat man einen politischen Ausschuss eingesetzt, die berühmte Warren-Kommission. Solche parlamentarischen Untersuchungsausschüsse hat Alan Dulles gehasst wie die Pest und hat diese Leute eingewickelt, die da beteiligt waren. Er hatte allerdings auch immer einen Inside Man, das war meistens Prescott Sheldon Bush, der aus irgendwelchen Gründen mit der Geheimdienstaufsicht zu tun hatte, also ein Typ, mit dem Dulles fast täglich mit zum Mittagessen war. Ja. In der Warren-Kommission hatte Alan Dulles einen Inside Man, wie man besser nicht haben konnte, nämlich er selbst hat in dieser Kommission mitgewirkt und dort den Ton angegeben, also man sprach auch intern von der Dulles-Kommission. Und dieser Warren-Bericht hat dann halt viel Kritik ausgelöst. Gut, ich könnte jetzt darüber endlos sprechen, aber ich habe nicht endlos Zeit. 50 Minuten habe ich verbraucht.
Ja, Alan Dulles, was ist von ihm geblieben? Also in der amerikanischen Populärkultur ist er fast vergessen worden. Wer die Bond-Romane liest oder die Filme guckt, die Figur Felix Leiter, die ist also direkt von Alan Dulles inspiriert, weil er eben mit dem Autor Ian Fleming auch zu tun hatte. Ja, das wäre das Wichtigste, was ich über Alan Dulles zu sagen habe. Sein mehr oder weniger Nachfolger ist Henry Kissinger, der eben auch über den Council on Foreign Relations in die amerikanische Spitzenpolitik kam. Alan Dulles hatte ihn da persönlich reingeholt und der hat ihn dann in vielen Ämtern und insbesondere seiner politischen Position beerbt. Das war im Schweinsgalopp so die Geschichte von Alan Dulles. Wer sich für das Thema interessiert, vor 2 Jahren ist von David Talbot eine wirklich bemerkenswerte Biografie erschienen. Letztes Jahr kam die auch in deutscher Sprache raus, The Devil's Chessboard, das Schachbrett des Teufels. Also wer sich von diesem etwas prosaischen Titel nicht abschrecken lässt, dem kann ich das Buch wirklich sehr empfehlen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, wenn jemand Fragen hat, die ich beantworten kann, hätte ich das gerne tun. Ja, dann ist dem nicht so. Dann bedanke ich mich. Ja. Dankeschön.